Ganz ruhig, Mr. Bubbles. Moment, Moment, das ist zu schnell. Was willst du mir sagen? Du warst im Affen-Trauma-Center? Was hat mit... Was? Moment, Mr. Bubbles, was hat er mit dir gemacht? Kreis, willst du mir irgendwas erzählen? Was hast du mit Mr. Bubbles gemacht, ha? Warum war er im Affen-Trauma-Center? Ich bin eine kostbare Blume. Sieht mich an. Guck mal. Ich hab dir gesagt, lass meinen Affen in Ruhe. Bitte keine widerlichen Nacktbilder mehr von meinem Affen. Die werden auch nicht auf hoher See verkauft. Ich habe ihm beigebracht, wie man eine Kamera benutzt. Ja, und deswegen ist er total fertig. Der konnte ja in der letzten Folge sich nicht mal blicken lassen. Der war ja, guck mal, guck ihn dir an. Der brennt ja vor Wut. Was, dem geht's gut. Was haben sie mit ihrem Affen-Trauma-Center gemacht? Ein Jahr warst du da drin. Oh mein Gott, du bist ja ganz verrückt. Los, Bimsi, leck den Affen. Hör auf. Geh mit dem Bimsi-Vieh weg. Ach, guck mal, Bimsi hat im Gegensatz zu anderen Katzen eine extra, der ist mit extra weicher Zunge gezüchtet. Gib mir mal diesen Bimsi, gib mal her hier. Den nehme ich jetzt mal. Hat der Delta? Hat Bimsi Delta? Der hat vorhin irgendwie genießt, ey. Ich glaube, der hat Delta. Über Halsschmerzen beklagt. Bimsi, es tut mir leid, aber... Piraten-Delta. Wir müssen dich loswerden. Ab ins heilige Feuer mit ins Feuer mit dir rein. So, hat, hier. Ich mach den heiligen Opfertanz. Das Affentrauma-Center. Kleiner Hai. Großer Hai. Hey, Hans Sparrow, jetzt nehmen wir hier die Mission an. Ach, Hans, ey, ich bin Hans, Junge. Was der ist Sparrow. Denn, der versunkene Perle. Heute müssen wir wieder nach Muscheln tauchen. Der Muschler. Mundmuscheln müssen wir heute. Muschler, wie der Junge im Kindergarten, der den Kindern hinterhergerannt ist und gerufen hat, ich bin ein Kitzler. Because of the treasure he stole, Jack Sparrow lost him freedom, and now that same fate come for us all. The ferryman, he knew all about the threat we face, not from his prisoner, no, but from the darkness that followed that prisoner from beyond the horizon. The Flying Dutchman and its forsaken captain, David Jones. Ah, you have heard him name before, I think. Maybe in a bedtime story. But the danger him bring to the Sea of Thieves is more than just a tale, now that Jack's treasure is in Jones's possession. If David Jones is not stopped, this world will sink into shadow. Jack is the only one who held the key to reach David Jones and take back that treasure. But now, poor Jack is beyond our sight, set adrift in the sea of the damned. Hast du an ihrem Popo gelauscht? Ich hab da so ein Brummen gehört. Muschelmaden. Das ist ja schlimmer als du. Ach, so eine Knuspermade, schön Proteine. Okay. Ist das Lumpenmagie, was sie da macht? Beschwer dich nicht. Das Zahnpasta, ich kauf die ständig. There's hope. Maybe even a way to reach those who are lost. This journey is a treacherous one. The seas have many secrets, long since forgotten. What you think you know of its past is only a glimpse to the door that David Jones opened. But now, I fear we have no choice. Take these papers and study them. Then dive into the deep and find the heart of the sunken pearl before the dark water swallows her forever. Jetzt soll ich auch noch irgendwelche Papiere studieren und Sachen lernen. Komm mit, Brutzelbube. Ich kacke ins Feuer. Ja, nee, brauchen wir jetzt nicht. Auf jeder Insel muss ein Haufen liegen. Gott, du bist so primitiv. Weißt du, ich bin einer von diesen Piraten, über die man Bücher schreibt. Du bist einer dieser Piraten, die nie erwähnt werden, weil du einfach nicht romantisch genug bist. Romantisch? Ja, das ist doch so. Ist das nicht romantisch, ins heilige Feuer zu kacken? Du bist ein stinkender Pirat mit einem Matschauge, der ins Feuer stuhlt. So, was müssen wir apropos Feuer stuhlen? Stuhlmann.
Weit entfernt in einer Welt fernab des Horizonts befindet sich ein unbezahlbarer Schatz in den Fängen von Davy Jones. Als Jack Sparrow von diesem Schatz hörte, wurde er zu seinem Herzenswunsch. Nachdem sein Schatz gestohlen wurde, jagte Davy Jones der Black Pearl in ferne Meere nach, wo eine große Schlacht wütete. Die Pearl erlitt einen schweren Schlag, ihr Captain niedergestreckt von Davy Jones' Macht. Die Crew verlor die Hoffnung und blieb auf dem Meer verschollen. Dann heuerten sie bei Kreis Industries an. Doch wo genau? Auf diesen Wassern hat Davy Jones keinen Anspruch auf jene, die ihr Leben ließen. In der Welt verfügt jemand anderes über die Macht. Jack ist tief gesunken, doch ein Fünkchen Hoffnung besteht. Das Herz der Pearl liegt tief unterhalb der Wellen. So, Reise in die Tiefen. Ja, das ist total easy. Das ist totally easy. Plunder Outpost. Guck mal, da hinten ist so ein blauer Strudel. Einfach dahin. Das war's schon. Einfach rüber zum alten blauen Strudel. Mr. Bubbles, Kurs halten. Echt zum blauen Strudel? Ja. Die Affentraumata-Zeit ist vorbei, Mr. Bubbles. Mr. Bubbles. Lieutenant Bimsy. An die Kanonen. Ruhe, Bimsy. Ruhe, Bimsy. Du kommst in die Kanone. Und da bleibst du jetzt drin. Und wenn wir irgendeinen Gegner sehen, bombardieren wir ihn mit Bananen. Hey, hör mal auf hier. Der Affe lenkt das Schiff? Meine Güte. Du weißt, dass er vom Rang höher ist als du, ne? Der rangälteste Affe? Affentor! Achtung, durchs Affentor! Triffst du doch eh nicht. Voll daneben. Was? Der geht voll durch, da, durchs Affentor! Oh ja, oh ja. Nein, bisschen mit, Alter! Mit Rückenwind. Warum fahren wir nach links? Weil ich auch ins Affentor will. Oder nicht, zum blauen Strudel? Ja, wir gehen noch zum Strudel. Der Strudel noch rum, aber da war ein leicht linker Seegang. Didel-dadel-dudel? Wer hat den schönsten Strudel? Opa Klausi! Und jetzt kommt doch bestimmt ein Geisterschiff, weil da so ein Totenkopf ist. Ja, da ist immer ein Geisterschiff in der Nähe. Geisterschiffe sind überall. Müssen wir es bekämpfen und die Schätze looten? Aber wir haben wieder keinen Wind, ne? Nee. Natürlich. Warum sind wir eigentlich immer so Dudes, die ohne Wind segeln? Sobald wir connecten, macht die KI das so, dass der Wind genau immer uns entgegen. Irgendwas klingt hier ein bisschen merkwürdig, oder? Ich meine. Irgendwas klingt hier ein bisschen fruchtig nach irgendwie, weiß ich nicht, Salmiakpiraten. Sind sie fiese Salmiakpiraten? Klar, natürlich kenne ich die. Die haben Gewürze von Indien hier rüber geschleust. Und dann den Salmiakken. Oh nein, die hier shooten uns an. Aber die müssen wir ignorieren. Wow. Sauber. Ich kann die nicht ignorieren, wenn die mir ins Gesicht gute schießen. Gute Arbeit, Kreis. Gute Arbeit. Ich habe überhaupt nichts gemacht. Du bist der Steuermann. Ja, jetzt gerade zufällig, weil ich uns eigentlich da wegsteuern wollte. Guck mal, weißt du, wer jetzt den Kram hier wieder reparieren darf? Richtig. Ich hab uns nicht an die Insel reingelenkt. Alter, auch nicht. Die haben mich totgeschossen. Kannst du mich wiederbeleben? Echt jetzt? Ja. Wir zielen genau auf den Steuermann. Die hassen dich. Scheint persönlich zu sein. Jo, wir gehen unter. Irgendwie kann ich da unten die Verkorkung nicht aktivieren. Jetzt. Wir hatten nämlich einen Seitenstrumpf. Ja, und lenken kann ich auch nicht mehr. Alles klar, ich schipp mal hier unten alles weg. Die hören aber auch nicht auf, ne? Ja klar, die haben Hass im Auge. Im Ohre. Im Ohre! Wo ist denn der Strudel hin? Alter, drei Kanonenkugeln kommen da geflogen. Wo ist der Strudel? Eins hatten wir einen Strudel. Jetzt müssen wir uns halt hier an der Karte orientieren. El Mapo. Meine Güte, Junge, der Weg ist ewig weit. Ich hab dir gesagt, wir müssen hier abkürzen. Und jetzt ist es dunkel und da vorne sind Gegner, Lies. Wollen die was von uns? Die wollen definitiv was von uns. Was denkst du denn? Sie sicher? Ja. Als ob die nett und freundlich sind. Ich mach mal hier eine Laterne an. Vielleicht kann ich sie damit irgendwie begrüßen. Die Freundschaftslaterne. Wenn man links eine Laterne hat, das steht für Frieden. Doch, das ist ein internationaler Seemannscode. Oder ist es auch vielleicht, ist es der leuchtende Mittelfinger des Mittelmeers? Ach Quatsch, dann hättest du beide an. Das ist ein Mittelfinger. So sieht ein Leuchtefinger aus. Das ist Peace. Und wenn du hinten noch anmachst, Hasenohren. Ist doch allgemein bekannt. Ich glaube, die wollen gar nichts. Ich glaube, die wollen da hinten zum Strudel. Hä, die fahren in die ganz andere Richtung. Sicher? Gerade habe ich die direkt vor mir gesehen. Die fahren in die komplett andere Richtung. Warte mal, ich gehe mal wieder hier hoch in den Ausguck. Da zur Insel fahren die. Oh, die haben bestimmt Schätze an Bord, ey. Na, willst du sie lunzen oder nicht? Was ist mit der Musik los? Oh. Kommt jetzt hier gleich ein Piratenschiff? Aus dem Meer geschnalzt?
Ja, Megalodon könnte es auch sein. Megalodon hätte ich mal wieder Bock drauf. Ich werde nervös. Oder es liegt am Strudel. Vielleicht ist es auch Strudelmusik. Du meinst, es ist Strudelmucke? Könnte Strudelmucke sein. Okay, Strudelmucke also. Die anderen sind abgehauen, die haben gesehen, wow, Eisschiff. Ja klar, natürlich, so ein Eisschiff. Das steht für Respekt. Oder sie haben halt wirklich den Code, der den Kott der Piraten nicht. Genascht. Den Piratenkott. Guck mal da ist doch der Strudel. Strudel ja, voraus. Klar, Strudel voraus. Strudelglocke. Strudel in der Ferne, holt das Vanilleeis. Oh, guck mal, da liegen Schätze. Beim Klabautermart. Ich glaube, da springe ich mal rein. Was liegt denn da alles rum? Wie willst du die holen? Soll ich ankern schnell? Wenn du willst. Ich geh mal hier. Okay, hier ist Kettenschuss drin und Kanonenfett. Von Kreis Industries. Alte Kreis Industries Fässer. Boah, hier ist gebackenes Huhn. Hast du einen Schatz gefunden? Ja, eine Seefahrertruhe. Ich würde sie auch gerne aufnehmen, aber er nimmt sie nicht, weil das Schiff so wackelt. Hä? Was haben wir hier drüben? Ich glaube, hier sind noch Gewürze oder sowas drin. So. Alles klar, ich habe hier was. Ja gut, ich habe ein bisschen was geholt an Proviant und Kanonen. Da ist noch Essen drin. In den Fässern ist ganz gut Essen. Ich habe noch einen Schädel gefunden, aber brauchen wir das auf der Quest? Ja, nicht unbedingt. Kannst du mir hier unten reinlegen. Eine Obstkiste habe ich halt auch noch gefunden. Bisschen Naschwerk. Ja, ein bisschen was haue ich hier mal rein. Man weiß ja nie. Falls irgendjemand kommt, können wir dem halt direkt auf den Sack geben. Ja, ein bisschen Kokosnuss, aber weiß ich nicht. Brauchen wir das? Ich gehe mir noch dieses gebackene Hähnchen holen. Das wird sich auf jeden Fall lohnen, weil unten sind ja wieder Gegner und alles. Oh, hier oben, das Fass ist richtig gut bestückt. Ja, gut, machen wir noch ein bisschen was voll hier, ne? Für einen Provianteimer, fürs Kackfass brauchen wir auch noch was. Ja, natürlich, klar. Ich dachte, heute ist wieder Durchfall Donnerstag. Okay, die anderen sind leer. Wir können weiter. Okay, ja gut, dann kannst du ja die Hähnchen da unten noch rausholen. Ich Anker schon mal hier weg. Mach schon mal einen Anker weg. Oh, hier ist noch ein bisschen Chicken drin. Da ist noch richtig was drin, ja. Oh, nice. Ein bisschen Skorbut. Dann hau ich hier noch eine Kokosnuss weg. Und dann geht's zum Strudel. Ja, wir hatten einen Fastkampf, aber wie gesagt, sie haben gesehen, oh, Frostschiff. Ja, klar. Seemänner. Das steht für Respekt. Eine Laterne war an. Das war die Drohlaterne. Die Drohlaterne? Da haben sie Angst gekriegt. Haben gesagt, klar, oh. Klar, natürlich. Dann haben sie die Glocke gehört. Die ja. Jungfrauenglocke in der Ferne. Und gesagt, ein Vanilleeis, ein ganzes Fass. Ein Vanillefass hat er da drüben. Kritisch. Kritisches Vanillefass. Sollen wir eben unter Deck ein bisschen die Vanille quetschen? Sag mal, haben wir überhaupt Wind? Bisschen Wind? Nee. John hat wieder Mist gebaut. Ja, wir haben gar nichts, wir haben Gegenwind. In der Schule läuft der vor uns weg. Der war gerade voll nah dran irgendwie und jetzt. Der verstrudelt sich vor uns. Der ist mit Rosinen, deswegen haut er ab. Könnte jetzt, um schneller zu werden, höchstens ein bisschen S-Line fahren. Ja, ob sich das so lohnt. Aber wir sind ja fast da. Der klassische Assline. Und dann sind wir drüben. Ich hab mal meine Katze gezündet. Wir sind am Strudel. Zündet die Katze. Oh, hier sind ganz viele Heulkisten, oder was ist das? Wie jetzt Heulkisten? Hier, guck mal, da sind doch Kisten. Hä, sind das wirklich Kisten, ne? Oder was ist das hier? Nee, das sind Fässer. Korallenfässer. Gammelfässer. Irgendwelche Gammelfässer. Sind wir jetzt direkt beim Strudel? Wir sind im Strudel drin. Okay, dann müssen wir bei den Gammelfässern. Komm mal ins Wasser.
zu den Gammelfässern. Und jetzt müssen wir hier runterschwimmen. Den Schrottteilen sozusagen folgen. Welchen Schrottteilen? Hier liegt doch überall Schrott rum. Jetzt kommt ein bisschen Lizenzmusik. Okay. Oh, yeah. Oh, jetzt kommt Disney. Nee, das funktioniert nicht mehr. Der Filter ist zu gut. Der fischt alles raus. Nein, er kann gar nicht fischen. Natürlich, der fischt. Auch wenn wir die ganze Zeit wie Idioten reden. Hier sind Korallen. Ja, wir werden jetzt hier komplett alles verlieren. Die Jungfrau singt. Wir arbeiten wieder für Disney. Weil die haben eh nicht genug. Disney hat kein Geld. Darum muss sie arme Let's Players berappen. Die Disney steuern. Hier kannst du Luft holen, by the way, unter dem Stück. Echt, das ist Luft? Schmutz, ja, ja. Das war ein Hohlraum. Schmutzraum? Du musst ab und zu hier so ein bisschen... Oh, die singt immer noch, die alte Troller. Die hören nicht auf zu singen. Kann man die irgendwie stopfen? Nee. Die Jungfrauenglocke mal hier reinschieben? In den Mund natürlich, ihr Schmutzigen. Das macht jetzt irgendwie überhaupt keinen... Ja, warum? Bisschen oral schieben ist ja wohl legitim. Nee. Muss man schon vorher fragen. Muss man heutzutage fragen? So, entschuldigen Sie bitte, darf ich hier die Backen stopfen? Entschuldigen Alter. Sie bitte, darf ich Ihnen einen heißen Fährmann verpassen? Und hier unten ist jetzt irgendwo der heiße Jack, oder was? Ja, warte mal ab. Hier ist wieder Luft. Deswegen immer so schön von Schrott zu Schrott. Oh nein, von den Schatten. Nein. Ist das Disney-Kram? Ich weiß es nicht. Es klingt so Disney-mäßig. Ja. Es klingt hart nach Ariel. Schatten. Ariel wohnt hier unten. Boah, ist aber auch tief hier, das ne? Das ist richtig tief. Ich glaube auch der tiefste Punkt im Spiel. Die haben das Meer extra noch deeper gemacht. Der Marianengraben hier. Der Marianengraben, da liegt der alte Sparrow. Da liegt der Hans Sparrow. Der Hans, ich bin Hans Sparrow. Niemand ist so hansisch wie ich. Okay, also hier unten ist nichts. Ich ersticke. Ja, weiter runter, mein Freund. Immer weiter runter. Und dem Fahren folgen. Folge dem... Ich glaube, an diesen komischen Bubbeldingern kannst du, glaube ich, Luft saugen. Hast du was bekommen? Ja. Sehr gut. Du? Hinter dir, jetzt vor dir. Haben wir auch noch schöne Keller hier von den leuchtenden Korallen geschnappt. Wow! Schiff der Freiheit. Alter! Die Sparrow. Die Sparrow-Pearl. Die versunkene Perle. Eine schöne Perle gefunden, ne? Schön rausgefunden. Schön, schön rausgefundene Perle. Jetzt müssen wir irgendwie nur einen Eingang in die Perle finden. Ja, klar, so machen das Piraten. Die Auster knacken. Die müssen die Auster knacken und die Perle reiben. Bis dann die Zauberflüssigkeit von der Perle abgesondert wird. Trümmer schieben. Guck mal hier. Trümmer schieben, was? Was? Hab ich gestern noch mit deiner Mom gespielt, Trümmer schieben. Gestern noch ordentlich Trümmer geschoben. Gestern mal richtig dick Trümmer weggeschoben. Alter, wir dringen voll ein in die Perle. Guck mal da hinten, da sehe ich doch die Perle glitzern. Unten beim alten Krabbenmann. Weißt du doch, oder? Ja, ich lang dem Krabbenmann an die Schere. Ach, der ist noch am Leben, oder wie? Der schläft da unten nur. So, Schlüssel zur alten Schwarzperle gefunden. Können wir nicht hier auch Trümmer schieben einfach? Nee. Nee, nee, nur ausgewählte Trümmer können geschoben werden. Ein bisschen Trümmer schieben. Da brauchst du eine Lizenz, ne? Da brauchst du eine Lizenz. Geht ja nicht so einfach. Damals im Trümmercamp. Damals, als wir noch das große Schlammschieben gespielt haben. Da waren auch ein paar Trümmer dabei. Wo bist du jetzt hin? Ach, hier drüben ist eine Tür. In die Mamakammer? In die Mamakammer. Der alte Mofo. Okay, jetzt haben wir Jacks Kompass. Ah. Gibt es hier ein bisschen Luft? Berühmtheit erhöht. Ich bin noch berühmter. Herzenswunsch. Welche Belohnungen bekommst du auch? Ja, ich habe auch einen Season Pass. Alter, der Reiche. Don Richley. Da unten ist eine Höhle. Bist du bei mir? Ja. Da zeigt er auch hin, der Kompass. Ich
Stimmt. Kleiner Influencer. Sie war nur kleiner Influencer, deswegen wurde sie versenkt. Ja. Konnte gegen Bibi Beard, dem schrecklichsten aller Piraten. Bibi Beard? Und Semani Salami. Semani Salami. Die grausamsten Piraten auf YouTube. Keine Chance gehabt. Die haben die Klicks gemeutert. Die haben damals echt Klicks gemeutert. Was muss man denn hier machen? Ah. Nee, hier wieder rein ins Loch. Ne, geht nicht. Nee, geht nicht. Was kann man denn hier? Hier. Mit dem Stab? Kannst du jemals Garn weiterspinnen oder zurück zum Schiff? Naja, dann weiterspinnen. Ja, spinnen wir jetzt weiter, oder? Ja, klar. Jetzt noch ein bisschen abspinnen. Hör, wo bin ich? Oh, ich bin hinter dem... den Garnfilter. Hinter der Garnwand. Hinterm Garndarm. Oh, ich mach mir so Sorgen um die Mucke, ey. Ja, da geht's einfach zu Disney. Richtig, da gibt's wieder 20-Minute-Claim. Disney denkt sich, jawohl, ey, die 2000 Klicks zieh ich mir auch noch rein. Geil, ey. Mann. Geil. Willst du drauf verzichten, yo? Alle spielen unsere Mucke ab, Millionen YouTuber da draußen und wir müssen gar nichts machen, außer singen, ey. Was ist das hier? Haben wir hier unendlich Luft, oder? Was ist eigentlich für ein merkwürdiger Geruch? Ich weiß nicht, in der Höhle, meinst du? Riechen. Guck mal, hier unten ist irgendwas. Hier, was muss man denn da machen? Weiß nicht, mir sagt er, ich soll hier lang. Boah, hier ist auch richtig dick Höhlenessen. Hier, guck mal da. Stab ist unten, Stab ist oben, Stab ist ganz unten. Horn wird geblasen. Ja, aber, ja, da, in der Mitte wird ein Muschelhorn geblowt. Kannst du die Perle reintun oder so? Ah, guck mal. Hier tut sich was. Dagegen schlagen. Wo? Warte mal. Ah, an der Stand. Hast du irgendwo Luft? Nee. Deswegen würde ich mich mal eher beeilen. Guck mal. Warte mal, ist das... Ja, aber so ist doch viel zu weit unten. Okay, der... wo haben wir denn noch welche? Hier haben wir einen. Was hat der in der Hand? Der hat so eine Flamme in der Hand. Das ist wohl der hier. Okay, es geht nach oben, oder? Okay, dann denke ich, wird es das da sein. Und der letzte da hinten, der hat so einen Kolben in der Hand, oder was? Ein Kolben, so ein Blashorn. Oder was? Ich gehe gerade drauf, ne? Nur so als kleine Information. Du kannst nach hier oben, einfach in der Mitte nach oben schwimmen. Ach, das geht? Ja, da ist... eine offene Höhle. Hier ist ein Typ, der hält auch was in der Hand. Ein Zepter nach oben. Ich kann unter Wasser essen, das ist meine Superkraft. Hier kann ich zurück zum Schiff. Nee, ja nicht. Drückt er ja nicht drauf, Junge. Komm mal runter. Komm mal runter, mein Junge. Ja, hier ist die Zeichnung. Ja, hier unten ist auch eine Zeichnung. Ich glaube, es gibt mehrere Zeichnungen. Weil hier unten sind die Figuren. Einer ist auch eine Figur. Ach, das ist der mit Kette. Warte mal, der mit Kette, der hat so nach oben die Hand. Sehe ich, das hat ja eine Kette. So, der hat die Hand nach oben. Oder... was war das? Ich habe den gehauen und dann hat er geblasen. Ja, aber war das schon richtig? Keine Ahnung. Oh Gott, Disney, hör doch mal auf mit der Mucke, yo. Nee, ich glaube, der muss so sein. Warte. Jetzt hau ihn mal. Guck mal, hier siehst du die an der Wand? Ja. Und hier sind die. Guck mal, hier ist... was ist mit dem da hinten? Warum leuchtet der so? Vielleicht so ein Rückrufding wieder. Der hat irgendwie... der hat ein Leuchtzepter. Seemannsgarn weiterspinnen. Ja, nee, warte mal. Doch, oder nicht? Ist das dann... haben wir es dann schon erledigt? Ja, dann drück halt mal. Dann werden wir wahrscheinlich weiter teleportiert, oder? Wie gerade. Drück halt mal drauf. Und was passiert? Ich bin in einer anderen Höhle. Oder, nee, in derselben Höhle gelandet wieder. Glaube ich. Okay, guck mal, hier gibt's auch nochmal welche. Also du musst... ah, guck mal, doch, klar. Der eine mit dem... einer hat irgendwie einen Ring, der andere hat eine Koralle.
Ja, der eine hat eine Kette, der eine hat so eine komische feuerähnliche Koralle und der andere, der hat so einen Ball. Guck mal, hier kannst du an der Nase atmen gehen. An der Nase? Ja, hier. Ach so, echt? Nee, da kommt kein... Die Nasenluft ist nicht atembar. Aber warum sind denn hier so mehrere? Steht irgendwas im Buch? Warte mal, wir gehen mal hoch und lesen mal das Buch. Weil da gibt's ja mehrere. Oh, der Sparrow. Was geht da oben ab? Ich weiß es nicht. Wir sollten das eventuell beim nächsten Mal rausfinden. Das sollten wir wahrscheinlich. Warte, ich guck noch einmal kurz das Buch rein. Also hier kommen wir nur zurück zum Schiff. Der hat hier keine Relevanz. So, wir haben den Kompass. Es muss irgendwas mit der Tröte sein. Ja, die Tröte kommt als letztes. Du musst wahrscheinlich alle drei in Position... Ah, ich weiß, wie es geht. Guck mal, jetzt haben wir den ersten da unten, glaube ich, gelöst. Ja, es sind drei Ebenen. Jetzt sehe ich, das sind ja auch Figuren. Ach so, der mit der Kette hat den Arm ganz oben, oder was? Er muss immer gucken. Jetzt, da ist eine Höhlenmalerei und da musst du wieder dann an eine Tröte schlagen. Das sind drei Ebenen oder zwei. Der mit der... Ach so, und jetzt haben wir die unteres gelöst, oder was? Anscheinend, also sieht zumindest so aus. Der mit der Kette hat einen Arm gerade hier bei mir, also auf mittlerer Position. Nee, der kann nur nach oben. Der mit der Kette hat ganz nach oben, der muss mehrmals schlagen. Hier hat der... sind auf jeder Ebene dann drei Figuren? Ja, der macht so ein... Irgendjemand singt ja. Der mit dem Diamant hat den Arm oben. Diamant hat den Arm oben oder Kokos. Diamant hat ganz oben, Kette Mitte und Koralle ganz unten. Ich suche das Korallenmännchen. Der hier ist hier. Hinten in der Ecke ist das Korallenmännchen. Dann tröte das mal. Ist schon ganz. Müssen wir jetzt tröten. Alles klar, dann tröte mal dagegen. Haben wir noch einen? Weil unten ist auch noch mal eine Zeichnung, aber ich habe keine Figuren gesehen. Ich habe unten keine Figuren gesehen. Auf dieser mittleren Ebene. Guck hier, hier ist auch noch mal was. Was ist das? Ist jetzt irgendwie ein Wasserfall oder was? Hat sich was verändert? Ich weiß nicht, oder sind die Wassergeräusche verbuggt? Keine Ahnung, aber wenn hier in der Mitte noch einer ist, dann müssten wir ja nochmal... Ha. Aber hier sehe ich keine Figuren. Na gut, wir finden es raus beim nächsten Mal. Das Rätsel um den Wassertempel von Davy Jones. Lasst eine kleine Bewertung da, sonst gewinnt der alte Davy Jones. Und das wollen wir nicht, oder? Geist, willst du haben, dass Davy Jones gewinnt? Typen wie ihn können wir hier nicht besonders gut. Möchtest leiden. Du Tentakel in deinem Gesicht haben und gehentheit werden? Nein. Na also, bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen und tschüss!